Ja, herzlich willkommen zur Vorlesung Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Wir befinden uns im 7. Themenkreis, der unmittelbar da anschließt, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Nämlich letzte Woche haben wir behandelt die Pflichten der Gesellschafter und der Organmitglieder zur Gesellschaft, Treuepflichten. Und diese Woche beschäftigen wir uns mit der Haftung von Organmitgliedern. Da haben wir 6 Punkte, die wir uns näher angucken werden. Zunächst mal die einfache Frage, wann haften die überhaupt? Bis hin zur Frage, welche Rolle spielen denn Versicherungen? Fangen wir am Anfang an und gucken wir zunächst mal wieder auf die Personengesellschaften. In der Personengesellschaft ist es relativ trivial, da sind Verantwortung und Haftung in einer Hand. Wenn Sie sich also fragen, könnte man ganz trivial sagen, grundsätzlich ist es so, die Gesellschafter können es verhindern, indem sie einfach ihre Geschäfte anders führen, also haften sie auch persönlich. In der Kapitalgesellschaft, also in der GmbH oder in der Aktiengesellschaft, ist die Lage nicht ganz so einfach. Wir haben letzte Woche gesehen, wenn ich erstmal jemanden als Vorstand bestellt habe, dann hat er eine relativ sichere Position. Ich kann ihn also nicht mehr so einfach abberufen und Weisungen erteilen darf ich dem Vorstand einer AG auch nicht. Vor diesem Hintergrund ist es nicht ganz so offensichtlich, warum denn da jemand haften soll. Und in der Tat haften in der AG und in der GmbH nicht die Aktionäre, sondern grundsätzlich die Organmitglieder, denn die können das Ganze immerhin machen. Diese Haftung hat 2 verschiedene Aspekte. Das eine ist erstmal der Verhaltenssteuerungsaspekt. Wenn ich als Vorstand gegen Gesetze verstoße, muss ich dafür haften. Der Vorstand ist derjenige, der die AG nach außen vertritt, das heißt auch derjenige, der für die AG die Gesetze wahren muss. Die andere Frage ist, wenn der Vorstand sich bereichert auf Kosten der Aktionäre, das heißt die Loyalitätspflicht im Innenverhältnis verletzt, dann muss er natürlich auch haften, aber der Grund ist dann nicht, weil er gegen Pflichten der Allgemeinheit verstoßen hat, sondern weil er im Innenverhältnis das nicht gemacht hat, was man von ihm erwarten kann. Wir müssen zudem differenzieren zwischen der Außenhaftung und der Innenhaftung. Außenhaftung heißt grundsätzlich, der Vorstand haftet mit seinem Privatvermögen gegenüber dem Vertragspartner. Das kann er erstmal freiwillig übernommen haben, indem er zum Beispiel eine Bürgschaft abgegeben hat. Der typische Fall ist der GmbH, Gesellschafter-Geschäftsführer, der sich auch für Schulden seiner GmbH verbürgt, damit er einen Bankkredit kriegt oder damit er möglicherweise einen bestimmten Lieferanten kriegt. Schwieriger ist dann schon die zweite Fallgruppe, die Haftung aus culpa in contrahendo. Wenn der Vorstand also hingehend ein besonderes Vertrauen erweckt, dann ist die Frage, soll er dafür schon mit seinem Privatvermögen haften, wenn dieses Vertrauen unberechtfertigt ist? Sie wissen, 311 Absatz 3 BGB sagt, Sie haben eine Haftung von Personen, die nicht Vertragspartei werden sollen, insbesondere dann, wenn sie besonderes persönliches Vertrauen erwecken. Da ist die praktische Frage, wo zieht man die Grenze? Denn wenn man zu früh die Haftung einsetzt, will niemand mehr Vorstand werden. Dann natürlich immer bei Verletzung von Schutzgesetzen. Wenn der Vorstand Gift in den Rhein kippt, dann haftet er dafür, weil diese Norm halt irgendwie die Anlieger schützen soll. Und natürlich, wenn der Vorstand gezielt jemanden schädigt, haftet er nach 826. Demgegenüber ist nach dem deutschen Aktienrecht die Innenhaftung der Regelfall. Nach außen haftet die AG und die AG hat einen Innenanspruch gegen den Vorstand. Und die Innenhaftung kann sowohl begründet werden aus der Verletzung einer Treuepflicht als auch aus der Verletzung einer Sorgfaltspflicht. Treuepflicht ist die Pflicht gegenüber der Gesellschaft und ihren Aktionären. Sorgfaltspflicht ist die allgemeine Vorsicht, die man von einem ordentlichen Geschäftsmann erwartet. Ja, wenn wir uns das so angucken, können wir uns fragen, haben diese einzelnen Haftungsmodelle gewisse Vor- oder Nachteile? Und die Antwort lautet ja. Eine Innenhaftung ist vom Prozessaufwand her deutlich leichter.
Wenn Sie gegen den Vorstand vorgehen wollen, hat die AG im Zweifel Informationen, wie hoch der Schaden ist, was er gemacht hat, was er nicht gemacht hat. Der Drittgläubiger, der irgendwie geschädigt worden ist, hat ja gar keinen Einblick, was in der AG abgelaufen ist und welches Vorstandsmitglied nun genau Mist gebaut hat. Das heißt, es ist deutlich billiger, eine Innenhaftung zu machen, weil die AG es ja ohnehin wissen muss. Das ist eine Innenüberwachung statt einer Allgemeinüberwachung. Zudem kann die AG selber möglicherweise eine bessere Abwägung treffen, ob es sinnvoll ist, den Anspruch durchzusetzen oder nicht. Zum Beispiel, wenn sie sagt, das Erfolgsrisiko ist niedrig, das Erfolgsrisiko ist hoch, der Vorstand ist vielleicht nicht solvent, der ist gut versichert oder schlecht versichert. Das weiß die AG besser als der außenstehende Gläubiger. Das heißt, diese Abwägung kann die AG besser durchführen. Das Hauptgegenargument gegen eine bloße Innenhaftung ist auch relativ offensichtlich. Es gibt möglicherweise Interessenkonflikte. Wenn der Vorstand der beste Freund des Aufsichtsrats ist, dann wird der Aufsichtsrat keine Maßnahmen gegen ihn einleiten. Wenn Sie in der GmbH sind und selber Gesellschafter und Geschäftsführer sind, werden Sie im Zweifel nicht gegen sich selber Verfahren anstrengen. Das heißt, eine Innenhaftung kann sozusagen wegen Interessenkonflikten praktisch leerlaufen und dann ist die Abschreckungswirkung dahin. Außenhaftung, genau spiegelbildlich, der Drittgläubiger hat keinen Einblick in die interne Struktur der Gesellschaft und es setzt natürlich Fehlanreize, weil man statt gegen die Gesellschaft immer im Zweifel erstmal versucht, gegen das Organ vorzugehen. Wenn Sie also einen Menschen haben, der mit seinem Privatvermögen haftet, ist es naheliegender, dass Sie den verklagen, als dass Sie versuchen, sich aus dem begrenzten Vermögen einer GmbH Ihr Geld zurückzuholen. Vor allen Dingen spricht gegen eine Außenhaftung aber, wenn viele Geschädigte da sind, ist die Durchsetzung sehr aufwendig, weil jeder der Geschädigten einen eigenen Anspruch geltend machen muss. Stellen Sie sich vor, jeder Aktionär würde selber gegen den Vorstand klagen, wegen des Wertverlusts seiner Aktien, dann haben Sie 50.000 Klagen und da muss man auch 50.000 Mal einen Anwalt bezahlen, 50.000 Mal kommen Schriftsätze, das heißt, die Gerichte sind dann schon beschäftigt. Wenn dagegen die AG die Interessen aller Aktionäre wahrnimmt, hat man eine Klage, einen Schriftsatz, deutlich weniger Anwaltskosten und deutlich weniger Zeitaufwand. Daher ist eine Außenhaftung deutlich ressourcenintensiver und daher hat der Gesetzgeber sich auch grundsätzlich dagegen entschieden. Die gesetzliche Regelung der Haftung finden Sie in 93 Aktiengesetz oder fast wortgleich in 43 GmbH-Gesetz. Die Vorstandsmitglieder haben bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Vorstandsmitglieder, die ihre Pflichten verletzen, sind der Gesellschaft zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens als Gesamtschuldner verpflichtet. Das könnte man auch weglassen, das würde sich aus 280 BGB ergeben. Wenn ich angestellt bin, um Geschäfte zu führen, muss ich halt die Geschäfte vernünftig führen. Das könnte man weglassen. Allerdings, was bemerkenswert ist, ist der Absatz 2, Satz 2. Ist streitig, ob Sie die Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters angewandt haben, so trifft Sie die Beweislast. Und das Bemerkenswerte daran ist, dass diese Beweislast sich nicht nur auf das Vertreten müssen beschränkt, wie in 280 Absatz 1 Satz 2, sondern auch auf die Pflichtverletzung als solche. Das heißt, es genügt, wenn die Gesellschaft beweist, es ist ein Schaden eingetreten, es gab eine Handlung oder eine Unterlassung, die das Ganze hätte verhindern können und das Ganze war adäquat kausal, es lag nicht außerhalb jeder Lebenswahrscheinlichkeit, dass die Unterlassung der Handlung bzw. die Vornahme der Handlung diesen Schaden verhindert hätte. Der Vorstand muss dann beweisen, dass er die Sorgfalt gewahrt hat oder dass die Sorgfalt ohne sein Verschulden nicht gewahrt wurde, weil er keine Chance hatte, Einblick zu nehmen, oder dass der Schaden auch bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt eingetreten wäre. Das heißt, die Beweislast liegt fast ausschließlich beim Vorstand. Was uns zu der naheliegenden Frage bringt, warum? Im Dienstvertragsrecht haben wir das zum Beispiel nicht. Hier haben wir also eine sehr strenge Haftung und ich frage Sie, können Sie erklären, warum? Zufall? Weil der Vorstand viel mehr
Einsicht in den Konzern hat er ja eigentlich auch nicht, und die Aktionäre ja ebenso wenig. Also da dem Vorstand zu beweisen, jetzt hättest du dort dich anders verhalten müssen, das dort erstmal zu finden, ist für den Aktionär nicht unmöglich, für den Aufsichtsrat auch sehr schwierig. Ja, in der Tat, der Grund hierfür ist der erhebliche Gestaltungsspielraum. Beim Arbeitnehmer oder beim Dienstvertragsverpflichteten sagen wir, der hat ja einen Rahmen, der ihm vorgegeben wird durch seinen Auftraggeber. Hier gibt es keinen, der das überwachen kann. Der Aufsichtsrat tagt nur 3-4 Mal im Jahr. Das heißt, er hat keine Chance, in technische Geschäfte Einblick zu nehmen. Und die Aktionäre haben gar kein umfassendes Auskunftsrecht, sondern nur eins für den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung. Das heißt, die wissen nichts. Damit wir also effektiv sanktionieren können, muss derjenige, der die Information hat, diese Information auch beibringen. Und rein prozessual erfolgt das durch eine Beweislastumkehr. Ja, der deutsche Corporate Governance Codex versucht das zu konkretisieren, kommt aber nicht wirklich weiter. Er sagt nämlich, Vorstand und Aufsichtsrat beachten die Regeln ordnungsgemäßer Unternehmensführung und sie haften, wenn sie die Sorgfalt schuldhaft verletzen. Ja. Das Ganze ist nicht ganz ohne Preis, denn es führt möglicherweise zu einer Überabschreckung. Im Sinne von, wenn der Vorstand Angst hat, dass er nicht beweisen kann, dass er die Sorgfalt gewahrt hat, würde die Handlung im Zweifel eher sein lassen und sagen, wenn ich nichts tue, kann mir schon nichts passieren. Sie erinnern sich aber auch, dass ich ganz am Anfang der Veranstaltung gesagt habe, der Hauptanreiz für die beschränkte Haftung ist, dass wir Risikoaversionen umgehen wollen. Wir wollen, dass die Leute freiwillig Risiken eingehen. Wenn wir den Vorstand also zu streng haften lassen durch die Beweislast, also eine Art Garantiehaftung konstruieren, wird niemand mehr vernünftig Geschäfte führen können und niemand wird mehr Risiken eingehen. Das heißt, wir haben genau den Vorteil, den wir durch die beschränkte Haftung haben wollen, wieder umgekehrt. Umgekehrt ist es so, dass es den Anreiz gibt, wenn ein Verlust eingetreten ist, das heißt, die Dividende sinkt oder das Vermögen sinkt sogar, erstmal zu klagen und zu gucken, ob der Vorstand sich rausreden kann. Das verursacht wiederum erhebliche Kosten, denn wenn man bei jeder Klage sozusagen immer wieder neu entscheiden müsste, dann haben die Gerichte auch viel zu tun und die Anwälte kriegen auch wieder viel Geld. Ich habe eine praktische Frage zu dieser Beweislastung her. Wenn es eine Klage gegen den Vorstand gibt, dann ist im Zweifel der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr Vorstand, weil eine Klage gegen den aktiven Vorstand macht, ja, in der Wirtschaft macht sich das nicht ganz gut für den Konzern. Jetzt ist er dann gar nicht mehr im Amt. Wie soll er dann noch beweisen können, dass der damals gut gehandelt hat, weil der im Zweifel gar nicht mehr in die Räumlichkeiten reinkommt und irgendwelche Papiere mitnimmt? Weil ich glaube, die dürfen während der Arbeits- oder während der Zeit für die Beschäftigung eben auch keine Papiere mit nach Hause nehmen, oder? Es gibt grundsätzlich eine Geheimhaltungspflicht im Vorstand, das ist in der Tat richtig. Aber natürlich ist es so, wenn er damals was gemacht hat, was suspekt war, wird er auf jeden Fall da entsprechend auch die Informationen haben. Er wird sagen, es gibt da das Memo vom 1.6., wo das drinsteht. Das heißt, das kann er auch, wenn er ausgeschieden ist, vortragen. Außerdem ist die Aussage, dass ein Unternehmen seinen aktuellen Vorstand nicht verklagen würde, nicht zwingend. Bei großen Sachen mit Sicherheit nicht, wenn es um, was weiß ich, große Pleiteinvestitionen oder Risikogeschäfte geht. Aber bei kleinen Fehltransaktionen ist es durchaus denkbar, dass man sagt, okay, hier geht es um 5.000 Euro und der hat hier, was weiß ich, einen Flug zu viel gemacht mit dem Firmenjet. Dass man ihn deshalb verklagt, ist nicht ausgeschlossen. Das ist nicht so rufschädig, dass man sagt, pff, das trauen wir uns nicht. Also es hängt vom Volumen ab des Vorwurfs. Ja, weil es also nicht ganz so einfach ist mit dieser Beweislastumkehr, war das unter anderem Thema beim letzten Deutschen Juristentag in Hannover. Und da wurde dann abgestimmt über das, was man tun könnte. Sie wissen, der Deutsche Juristentag ist eine Zusammenstellung von Praktikern und Theoretikern. Da sitzen dann Professoren und Anwälte und Notare. Und jeder darf die Hand heben und sagen, ich bin dafür, dass das und das gemacht wird. Das Ganze hat weder Gesetzeskraft, noch hat es irgendwie eine Entscheidungskraft. Es ist sozusagen nur ein Indiz für den Gesetzgeber. Die Praktiker und Theoretiker finden, da sollte es hingehen. Worüber haben die jetzt abgestimmt? Sie haben zunächst mal abgestimmt, es sollte im Grundsatz unter Wahrung berechtigter Informationsinteressen möglich sein,
die aktienrechtliche Inhaftung der Organe durch die Satzung zu begrenzen. Und das ist angenommen worden mit 74 Ja-Stimmen zu 7 Nein-Stimmen zu 6 Enthaltungen. Das heißt, es hat eine überwältigende Mehrheit gehabt. Sie würden sagen, das ist jetzt hier nicht ganz 90%, weil Sie müssen ja die 6 Enthaltungen rausrechnen, aber schon erheblich. Gut, der Gesetzgeber sieht das momentan nicht vor. Das heißt, momentan können Sie vorab die Haftung nicht ausschließen. Gucken wir mal, was jetzt genau dabei gemacht werden soll. Zunächst mal die Innenhaftung für Fahrlässigkeit ausschließen oder ab einer bestimmten Haftsumme, also zu begrenzen, zu deckeln sozusagen. Idee dahinter, dass man sagt, einfache Fahrlässigkeit ist ein sehr unbestimmter Maßstab, weil es keine subjektive Vorwerfbarkeit voraussetzt, sondern eben nur die im Verkehr erforderliche Sorgfalt. Und da kann man ganz schnell mal rausfallen, wenn man eben nicht das getan hat, was ein vom Gericht hinterher hypothetisch herangezogener Dritter gewollt hat. Dieser Vorschlag hat immerhin 60 zu 14 zu 11, also nicht ganz so wie die generelle Aussage, man soll es beschränken können, aber auch das hat noch eine ziemlich starke Mehrheit gekriegt. Sie sehen hier unten, da wird es dann weniger, also je weiter Sie tiefer Sie kommen, desto weniger Stimmen gibt es. Der Grund dafür liegt auf der Hand, wie gesagt, Fahrlässigkeit durch einen subjektiven Maßstab ersetzen, also im Sinne von grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz, das klingt ganz plausibel. Haftungshöchstgrenzen sind da noch überzeugender, könnte man sagen. Da sind ein paar von der rechten Spalte auf Ja gewechselt. Die Versicherung des Selbstbehalts ausschließen, ja, oder eine Befristung von 5 Jahren müssen. Das heißt, die Idee war, dass Sie alle 5 Jahre nochmal neu prüfen müssen, ob Sie damit einverstanden sind. Und wenn Sie dann nicht einverstanden sind, wird automatisch wieder das Gesetz in Kraft gesetzt, außer Sie wollen es wieder rückgängig machen. Dieser letzte Vorschlag, den wollte keiner, wie Sie sehen, oder immer noch eine Mehrheit, aber da sind die Leute alle nach rechts abgedriftet. Warum? Weil die sich denken, oh je, dann muss wieder ein Hauptversammlungsbeschluss herbeigeführt werden und das ist aufwendig und möglicherweise teuer. Also Sie sehen, bei den Satzungsänderungen war man der Meinung, die Gesellschaften sollen das selber regeln können. Warum also nicht das Gesetz direkt ändern? Wenn die Gesellschaften das ändern dürfen, können wir es auch im Gesetz ändern. Und auch hier gab es überzeugende Mehrheiten, die Beweislastregel des 93.2.2 insgesamt zu streichen. Dass man sagt, die Beweislast für die Pflichtverletzung liegt bei der Gesellschaft. Und Sie sehen, das hat eine Mehrheit immerhin noch von 2 zu 1, das heißt immerhin noch 3/4, die dafür waren. Dann der Anwendungsbereich der Beweislastregel soll zumindest auf amtierende Organmitglieder begrenzt werden. Das ist das, worauf der Kollege eben hinaus wollte, dass man sagte, die Ausgeschiedenen können es ja gar nicht mehr beweisen. Das Problem dabei ist allerdings, wenn man weiß, dass man eine gefährliche Sache macht, sollte man sich auch selber sozusagen darüber informieren. Das heißt, man sollte schon Vorkehrungen treffen. Insoweit finde ich das auch nicht so zwingend. Und last but not least, die Beweislastregel soll zumindest am Recht des ausgeschiedenen Informationsbedarfs ergänzt werden, nach dem Motto, der soll einen Anspruch haben gegen die Gesellschaft auf Zugänglichmachung der relevanten Tatsachen, also eine Art Informationsrecht. Das Problem natürlich bei diesem Anspruch ist, der müsste ja auch wieder durchgesetzt werden und dann muss er sagen, was er haben möchte und das ist relativ aufwendig prozessual. Also Sie sehen, das ist der Favorit sozusagen der Praxis, aber der Aufwand dafür ist erheblich. Ich muss ja sagen, ich hätte gerne die Information und die Gesellschaft sagt dann, du kriegst die nicht oder du kriegst nur einen Teil und er sagt, da gibt es noch mehr. Das ist nicht so unproblematisch. Ja, Sie sehen also, Organhaftung, schwierige Sache, das ist die Innenhaftung. Die Außenhaftung hat all diese Erleichterungen nicht. Gegenüber Dritten haftet der Vorstand nur nach allgemeinem Beliebsrecht. Und das heißt, wir haben grundsätzlich auch die allgemeinen Beweislastregeln. Das heißt, der Kläger muss beweisen, Rechtsgutsverletzung oder Schutzgesetzverletzung und Vorsatz. Diese Norm, diese Innenpflichten sind kein Schutzgesetz. Das Einzige, was praxisrelevant ist, ist vor allen Dingen hier 15a Absatz 1 Insolvenzordnung. Der sagt, die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen. Das ist praktisch besonders relevant,
mit der schlichten Überlegung, wenn eine Gesellschaft ihre Schulden nicht mehr bezahlen kann, sollte der Vorstand der Erste sein, der das weiß, denn der muss ja ständig den Vermögensstand im Blick halten. Wenn er trotzdem nicht Insolvenz anmeldet und das Vermögen wird immer weniger, dann ist er derjenige, der dafür persönlich zur Rechenschaft gezogen wird. Die Idee ist auch, dass alle Leute, die einen Vertrag mit einer Gesellschaft schließen, das unter der impliziten Bedingung tun, dass noch genug Geld da ist, um den Vertrag zu erfüllen und dass die Gesellschaft zumindest dann, wenn sie kein Geld mehr hat, ein geordnetes Verfahren eröffnet, mit der Folge, dass alle einen gleichen Anteil kriegen. Das nennt sich Insolvenzverfahren. Das ist der implizite Deal und wer sich daran nicht hält, haftet sozusagen auf den Vertrauensschaden. Wenn wir diese Haftung nicht hätten, dann gäbe es einen erheblichen Gegenanreiz, Verträge mit juristischen Personen zu schließen, denn sie wissen ja nie, ob da noch im aktuellen Moment Geld in der Kasse ist. Damit wäre die juristische Person nicht mehr attraktiv und damit würde der Zweck der Haftungsbeschränkung wiederum verfehlt. Das heißt, wir müssen diese Haftung haben, damit überhaupt GmbHs und ähnliche im Rechtsverkehr auftreten können. Man muss zudem unterscheiden, wie der Gläubiger steht. Das Ziel der Haftung ist es, ihn nur so zu stellen, als wäre rechtzeitig Insolvenz beantragt worden. Und das bedeutet, wenn er den Vertrag geschlossen hat nach Insolvenzeintritt, muss er nur den Schaden ersetzen, der bestanden hätte, wenn er Insolvenz angemeldet hätte. Der besteht aber darin, dass der Vertrag gar nicht geschlossen worden wäre, denn er wäre ja gar nicht mehr verfügungsbefugt gewesen. Stattdessen wäre der Insolvenzverwalter da gewesen. Also ist das negative Interesse hier de facto, dass er den Vertrag gar nicht geschlossen hätte und so gestellt wird, dass er nie davon gehört. Also keine Differenz, sondern einfach komplett raus. Alle Gläubiger, die den Vertrag vorher geschlossen haben, haben dagegen nur einen Schaden, dadurch, dass sie nicht mehr 3% kriegen, sondern nur noch 1,5%. Das heißt, sie haben einen Quotenverlust. Das heißt, auch da wird nur der Quotenverlust geltend gemacht. Die Idee dahinter ist, man will den Geschäftsführer nicht übersanktionieren, aber man will den Schaden ausgleichen, der gerade dadurch entstanden ist, dass zu spät Insolvenz angemeldet worden ist. Was können wir also zusammenfassend sagen? Die Haftung der Organmitglieder kompensiert zumindest teilweise das Risiko haftungsbeschränkter Gesellschaften, weil wir einen Menschen haben, der mit seinem Privatvermögen haftet. Die Innenhaftung setzt allerdings Fehlanreize für die Durchsetzung, nämlich immer dann, wenn Gesellschafter und Geschäftsführer nicht personenidentisch sind, haben die Gesellschafter einen Anreiz, ihr Gesellschaftsvermögen durch Rückgriff auf das Vermögen des Geschäftsführers wieder zu erhöhen. Die Außenhaftung ist dagegen noch schlimmer, weil die Außenhaftung stellt das ganze Modell der Haftungsbeschränkung in Frage, denn der Geschäftsführer wird nicht mehr risikoaffin handeln, sondern er wird sagen, ich riskiere meinen eigenen Kopf und Kragen und dann werde ich die Verträge auch gar nicht erst schließen. Die Beweislastregel des 93.2.2 fördert das übermäßig vorsichtige Vorgehen, weil man fürchten muss, hinterher nicht mehr beweisen zu können, dass man die Sorgfalt gewahrt hat. Und last but not least, diese Insolvenzverschleppungshaftung ist als Wegfall der Grundlage für die Kontrahierung mit der haftungsbeschränkten Gesellschaft unverzichtbar. Wenn wir keine Insolvenzverschleppungshaftung hätten, würden haftungsbeschränkte Gesellschaften im Verkehr nicht funktionieren. Denn wenn die insolvent ist, habe ich ja nichts mehr. Schon in der vergangenen Woche habe ich Ihnen gesagt, der Vorstand muss das Unternehmensinteresse fördern. Wir haben auch vorletzte Woche über das Konzernproblem gesprochen, wo ich gesagt habe, wenn ich an zwei Unternehmen beteiligt bin, kann mir der Gewinn des einen Unternehmens egal sein, solange ich das Geld ins andere Unternehmen rüberschaffe. Ja, also wir haben zwei Unternehmen. Wenn das eine Gewinn macht, ist es für Sie genauso gut, als wenn das andere Gewinn macht. Hauptsache, Sie kriegen das Geld am Ende raus. Das bringt uns zu der Kernfrage, was macht ein Unternehmen eigentlich? Welchen Zielen soll das dienen? Das Ganze hat eine dreifache Bedeutung. Zunächst mal ist es für Sie wichtig, dass Sie nur Gesellschaften beitreten, die das machen, was Sie gut finden. Wenn Sie zum Beispiel knallharter Veganer sind, sollten Sie nicht in einen Metzgereibetrieb investieren, weil das Ihren politischen Zielrichtungen nicht entspricht. Auch wenn die Gewinn machen würden, wäre das ungünstig.
Wenn Sie Pazifist sind, sollen Sie nicht in ein Rüstungsunternehmen investieren, weil das würde Ihrem Gewissen widersprechen. Soweit so gut, das hätten Sie auch gedacht. Der zweite Aspekt ist, diese Sorgfaltspflicht des Vorstandes orientiert sich am Unternehmenszweck. Ein Unternehmen, was wohltätigen Zwecken dient, muss keinen Gewinn erwirtschaften. Die gemeinnützige GmbH, die eine Krankenanstalt betreibt, muss nicht jedes Jahr zig Milliarden Euro Gewinn machen, sondern soll das Geld komplett in die Versorgung der Patienten investieren. Wenn Sie Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft sind, in einer Genossenschaftswohnung sitzen, wollen Sie nicht eine möglichst hohe Dividende ausgeschüttet haben, sondern Sie wollen günstigen Wohnraum haben. Das heißt, der Unternehmenszweck bestimmt, woran wir das Vorstandshandeln messen. Und last but not least, auch für die Gesellschafter ist das der Maßstab, woran sich die Treuepflichten bemessen. Ein Gesellschafter, der Maßnahmen verhindert, durch die Geld ausgeschüttet wird, kann sich dann rechtfertigen, wenn es dem Unternehmenszweck dient. Er kann es aber nicht rechtfertigen, wenn es nur darum geht, möglichst viel Geld an die Aktionäre zu verteilen. Das Kernproblem ist nur, was ist denn nun dieses Unternehmensziel? Der deutsche Corporate Governance Codex sagt, der Vorstand entwickelt die strategische Ausrichtung, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat ab und sorgt für die Umsetzung. Toll. Was ist die strategische Ausrichtung? Es könnte sein, Shareholder Value im Sinne von so viel Geld für die Aktionäre wie möglich. Es könnte aber auch sein, Erhaltung von Arbeitsplätzen. Wir sind ein soziales Unternehmen und wir wollen Arbeitsplätze in Deutschland erhalten. Es könnte auch sein, wir wollen die Interessen unserer Gläubiger und Schuldner generell schützen, das heißt auch unserer Kunden. Wir wollen sicherstellen, dass unsere Kunden glücklich sind. Es kann aber auch sein, das Interesse der Allgemeinheit. Wir wollen sicherstellen, dass der Staat genug Steuereinnahmen hat. All das sind denkbare Ziele, die ein Unternehmen verfolgen kann. Natürlich nicht nur Steuereinnahmen, es kann auch heißen die Umwelt. Wir wollen, dass es der Umwelt gut geht, wir wollen, dass die Tiere glücklich sind. Das könnte alles hier drunter subsumiert werden. In der Tat gab es durchaus historisch Regelungen im Aktiengesetz. Zum Beispiel im Aktiengesetz 1937 hieß es, der Vorstand muss das Unternehmen führen, wie es das Wohl des Betriebes und seiner Gefolgschaft und der gemeine Nutzen von Volk und Reiches erfordern. Das steht heute nicht mehr drin, kann ich Ihnen sagen. Die Frage ist, haben wir was Besseres? Der deutsche Corporate Governance Codex versucht es zu erklären und sagt, der Vorstand leitet das Unternehmen eigener Verantwortung im Unternehmensinteresse, und jetzt kommt's, also unter Berücksichtigung der Belange der Aktionäre, seiner Arbeitnehmer und der sonstigen Unternehmen verbundenen Gruppen mit dem Ziel nachhaltiger Wertschöpfung. Das ist nicht viel besser als die Regelung damals im Aktiengesetz 1937 und sie ist genauso wischiwaschi. Die Frage, die wir uns also stellen müssen, ist, was ist hier ein sinnvolles Ziel? Und nachhaltige Wertschöpfung klingt ja erstmal nicht dumm. Der Maßstab, den wir dazu heranziehen, ist der vernünftige Anleger. Vernünftig klingt erstmal nicht schlecht. Der vernünftige Anleger wird langfristig profitieren wollen. Das heißt, er will nicht nur dieses Jahr eine hohe Dividende, sondern auch nächstes Jahr und in 10 Jahren. Der vernünftige Anleger wird auch wissen, immer dann, wenn die Gesellschaft ein Bußgeld zahlen muss oder Schadensersatz zahlen muss, mindert das meine Dividende. Also gilt es, alle Sachen zu verhindern, die meine Dividende mindern. Also verbotene Handlungen sind schlecht. In dem Moment, wo die Gesellschaft viel Geld hat und alles tut, was im Erlaubten liegt, wird es im Zweifel auch dem Interesse ihrer Gläubiger genügen. Denn dann haben auch die Arbeitnehmer einen zahlungskräftigen Arbeitgeber. Die Kunden haben eine Gewährleistung durch jemanden, der solvent bleibt. Und die Allgemeinheit kriegt Steuern von einem Unternehmen, was Gewinne macht. Ein Unternehmen, was Verluste macht, liegt nicht im Interesse der Allgemeinheit. Das heißt, man könnte hieraus erstmal intuitiv folgern, Shareholder Value ist für alle gut. Ein Unternehmen, was die Werte der Aktionäre verbessert, handelt im Interesse aller. Das bringt uns zur Folgefrage, in welchen Fällen sollte man denn als Geschäftsführer oder Vorstand die Gesellschafter fragen müssen? Jetzt fragen Sie sich, hä? Ganz einfach dann,
wenn Sie nicht mehr sicher sind, ob es hier dem Shareholder Value dient oder ob es grundlegend ändert. Das ist insbesondere der Fall, wenn Sie irgendwelchen Aktionären Rechte nehmen und die in Geld umwandeln. Sie sagen, ich nehme Ihnen das Recht weg, aber dafür kriegen Sie 1.000 Euro. Das können Sie nicht ohne Zustimmung machen. Relativ offensichtlich. Dann, wenn sich die Risiken für die Aktionäre verändern, bisher haben Sie ein solides deutsches Unternehmen investiert und jetzt fangen die an, hier als Hedgefonds tätig zu werden, dann sollten Sie vorher gewarnt werden und abspringen können. Und last but not least, wenn sich die Satzung ändern, wenn die Satzung sich ändert, ändert sich sozusagen die Grundlage Ihrer Beziehung. Auch da muss man Sie vorher fragen. Generell kann man sagen, der Vorstand ist immer dann suspekt, wenn er selber eigene Interessen verfolgt. Und das ist dann der Fall, wenn er selber parallele Geschäftschancen nutzt oder Dritten diese Geschäftschancen vermittelt. Um das zu verhindern, muss der Vorstand Interessenkonflikte offenlegen und er muss hierzu umfassend die Leute informieren. So, um Ihnen zu zeigen, wie schwierig das ist, habe ich diesen tollen Fall aus den USA. Und zwar gab es Henry Ford. Henry Ford hatte ein Unternehmen, das hieß Ford Motor Company. Und die stellten das Modell T her. Das war ein Auto. Und neben Herrn Ford waren beteiligt die Gebrüder Dodge. Und die Gebrüder Dodge hielten insgesamt 10% der Aktien, während Henry Ford den Rest hielt der Aktien. Er hielt 90%, die anderen hielten 10%. Und es ging darum, wir haben hier Riesengewinne gemacht und wir haben Rücklagen in Höhe von 60 Millionen US-Dollar, die auf dem Bankkonto liegen. Und die Dodge-Brüder rieben sich schon die Hände und sagten, okay, wenn wir die 60 Millionen ausschütten, dann kriegen wir 10%, das sind 6 Millionen, das sind 3 Millionen pro Kopf. Und 3 Millionen Euro haben oder nicht haben, ist schon eine gute Entscheidung. Damals war der Dollar noch mehr wert als heute, insoweit, das war kein schlechtes Geschäft. Henry Ford sagt, nein, wir brauchen die 60 Millionen auf dem Konto, denn wir wollen langfristige Preissenkungen für unsere Produkte und wir wollen das Gehalt unserer Mitarbeiter erhöhen. Außerdem wollen wir neue Fabriken aufbauen. Seine Begründung war, dadurch geht es der Bevölkerung besser, dann kann sich jeder ein Auto leisten und das ist auch eine tolle Sache, die wir hier für Amerika tun. Die Dodge-Brüder sagten, nein, jeder kriegt sein altes Gehalt, der Preis wird unverändert, es wird auch nicht angebaut, wir wollen die Dividende haben. Und damit zogen die nun vor Gericht, mit der Diskussion, darf Henry Ford mit seiner 90% Mehrheit uns die Auszahlung an Dividende verweigern, obwohl wir hier Riesengewinne einfahren? Und dazu muss man auch wissen, der Hintergrund von Henry Ford war nicht, dass er was Gutes tun wollte, sondern Henry Ford war immer ein Kapitalist und er hat gesagt, das einzige Ziel ist, ich trockne die jetzt aus. Solange die dabei sind, wird es keine Dividende geben, auch die nächsten 100 Jahre nicht. Und irgendwann treten die freiwillig aus. Weil die sagen, wir haben eine Aktie, wo nichts ausgezahlt wird, also gehen wir. Die Dodge-Brüder wollten aber nicht gehen, sondern sie sind vors Gericht gezogen und haben gesagt, wir haben einen Anspruch auf Auszahlung Dividende, denn diese Entscheidung von Henry Ford verstößt gegen den Unternehmenszweck. Einfach nur Geld einbehalten, um den Wohlstand der Allgemeinheit zu fördern, das ist nicht die Aufgabe von Ford. Ford ist kein Wohlfahrtsunternehmen, sondern Ford ist Autohersteller. Wie würden Sie diesen Fall beurteilen? Ein echtes Drama in den USA. Also Ford sagt, keine Dividende, um euch rauszuekeln. Nicht um euch rauszuekeln, sagt keine Dividende, weil wir wollen das Gutes tun für das amerikanische Volk. Und die sagen, Gewinne müssen ausbezahlt werden, deshalb Geld her. Und die haben nur 10% und Ford hat 90%, das heißt, Ford kann es effektiv verhindern, indem er einfach immer dagegen stimmt.
Ja? Also, Henry Ford hält ja 90% der Aktien, er ist also der Mehrheitsaktionär, dementsprechend gehört ihm die Firma. Und er kann eigentlich entscheiden, was er möchte. So sehe ich das. Wenn es sein Eigentum ist, kann er damit verfahren, wie er will. Und wenn er sagt, okay, der Verwendungszweck von dem Gewinnen ist jetzt der, dass wir alles eben diesbezüglich ausgeben, erhöhen die Löhne und senken vielleicht irgendwo anders, bauen neue Werke, dann ist das seine Entscheidung. Wenn dadurch keine Dividende ausgeschüttet wird, ist er davon ja schließlich auch betroffen. Ja. Von daher, weiß ich, also würde ich ihm dann recht geben, sagen, wenn er 90% Dividende, die bei ihm ja wegfällt, ist ja schneidet ihm ja auch ins Fleisch. Wenn er dann immer der Eigentümer ist, dann kann er auch durchschauen. Das schneidet ihm nicht so sehr ins Fleisch, weil er ist immer noch Vorstandsvorsitzender, das ist ja kein Gehalt. Das heißt, selbst wenn kein Cent ausgezahlt wird, kann er von seinem Gehalt leben. Die Minderheitsaktionäre sind nicht Vorstand, das heißt, die kriegen kein Gehalt. Die sind halt nur Aktionäre. Also ins eigene Fleisch schneiden tut er sich nur bedingt, weil er hat halt andere Wege, wie er ans Geld kommen kann. Mit einem Dienstflugzeug und einem Gehaltscheck in Höhe von 10 Millionen. Das ist ja witzig, 90%. Der Chef hat ja Treuepflichten gegenüber den Aktionären. Ja. So, und diese Treuepflichten hat er ja nur verletzt, wenn er die Aktionäre verletzt. Da er aber selber Hauptaktionär ist, der Hauptaktionär, der zugestimmt hat, dass der Vorstandschef macht, und dann sind sie zufällig eben eine und dieselbe Person, hat er keine Treuepflichten verletzt. So. Ja. Meiner Meinung nach. Ja, die Treuepflichten umfassen ja auch eben gerade mit den 10%, die jetzt eben der quasi austrocknen will. Das Problem ist ja, man könnte ja das auch so rechtfertigen, wenn man sagt, er möchte neue Fabriken aufbauen, um nachhaltig weitere Gewinne zu produzieren. Aber ab dem Punkt, wo er möchte einfach nur Preise senken, damit das Geld nicht in der Firma drin ist, ab dem Punkt verletzt er wieder, arbeitet er auch gezielt den Interessen eben dieser 10% entgegen. Ja, in der Tat, das Problem ist, in dem Moment, wo er anfängt und sagt, wir verschenken das Geld, wir können ganz pragmatisch sein, er sagt, wir stiften alles Geld, was wir an Gewinn machen, der Caritas. Wir haben 60 Millionen, diese geben wir alle wohltätigen Zwecken. Das darf er machen, weil er hat ja 90% nach Ihrer Meinung. Dann würden die 10% halt nichts kriegen. Die Frage ist das ökonomisch sinnvoll, wenn wir sagen, die 90% können machen, was sie wollen? Welche Folge hätte das denn für Sie als Investor? Niemand würde da investieren. Niemand würde investieren, und warum nicht? Also welches Investment müssten Sie denn tätigen, damit Sie sicher sind? Ja, Sie müssten also immer eine Mehrheit erwerben. Das heißt, Sie müssten immer 50,1%. Aber was ist das Problem, wenn jeder eine Mehrheit haben will? Wie viele Mehrheiten kann es geben in einer Aktiengesellschaft? Ja, das ist relativ trivial. Eine. Wenn es aber nur eine Mehrheit geben kann und Sie keinen finden, der den Rest kaufen will, welches Problem haben Sie dann? Sie halten 50,1 und denken sich, jetzt habe ich noch 49,9, die Sie loswerden wollen. Wo liegt das praktische Problem, wenn Sie nur Mehrheitspositionen loswerden können? Da liegt auf der Hand. Sie können sozusagen entweder das alles komplett selber bezahlen, dann sind Sie der einzige Aktionär. Den zweiten werden Sie nie kriegen, wenn es diese Regel gäbe. Es muss also irgendeine Kontrollmöglichkeit geben. Und der Grund hier ist nochmal, weil Henry Ford sozusagen langfristig denken kann, denn er ist der Vorstand, kriegt eh sein Gehalt, ist er nicht abhängig von der Dividende. Und er kann ihnen dann anbieten, ich kaufe eure Aktien für 5 Cent und kicke die beiden anderen raus. Dadurch hat er eine bessere Position als die anderen, weil er kann sozusagen das Geld verwalten. Das darf aber vom Ergebnis her nicht sein. Ja, das sind ja auch Investitionen sofort. Das Entscheidende ist das, was da drunter kommt, der Punkt, wo steht, unser Ziel ist, wir wollen ein amerikanisches Industriesystem aufbauen und wir wollen den Bevölkerungswohlstand vergrößern, damit jeder ein Auto leisten kann. Dann hätte er einfach sich clever angestellt, geschrieben, Grund, Investitionen sofort, damit Ford stabil am Arbeitsmarkt, nicht nur am Arbeitsmarkt, sondern generell am amerikanischen Markt ist, dann wäre es okay gewesen.
Das wäre okay gewesen, unter einer Voraussetzung, dass es auch glaubhaft gewesen wäre. Also es ist nicht nur die Frage des Grundes, das Problem ist halt, wenn ich jetzt ein Jahr mache, ist es okay. Aber wenn ich sozusagen jedes Jahr Gewinne einhäufe und sozusagen sage, das Einzige, was ich mache, ist meinen Arbeitnehmern mehr Gehalt zu zahlen und der Gehaltsdurchschnitt in der Autobranche liegt bei, weiß ich nicht, 1.000 Euro im Monat und ich zahle 5.000, dann wird es irgendwann verdächtig, in Anführungszeichen. Also der Test ist sozusagen, würde ein vernünftiger Geschäftsmann diese Sache tun? Und die Antwort lautet, ich zahle meinen Mitarbeitern nicht mehr als nötig als vernünftiger Geschäftsmann. Solange die bei mir arbeiten und nicht zur Konkurrenz überlaufen, ist okay. Ja, das Gericht hat hier gesagt, ein Unternehmen ist gewinnorientiert und ist nicht für den allgemeinen Wohlstand verantwortlich. Das heißt, vorrangig muss ich an den Gewinn meiner Aktionäre denken, nicht daran, ob jeder Amerikaner ein Auto kriegt, nicht daran, ob meine Arbeitnehmer besonders glücklich sind, sondern ich muss darauf achten, dass am Ende möglichst viel für die Investoren rauskommt. Eine Verschwendung der Mittel steht dem entgegen, logischerweise. Wenn Sie also das Geld rausschmeißen, ist das sehr ungünstig. Oder um es hier etwas juristischer zu lesen, grundsätzlich mischen sich die Gerichte nicht in die Entscheidungen des Vorstands ein. Was anderes gilt nur dann, wenn der Vorstand im konkreten Fall Untreue oder Betrug begeht. Und hier im konkreten Fall sagt man, die Verweigerung der Dividendenzahlung ist im Grunde eine Untreue zulasten der Minderheitsaktionäre und damit nicht mehr zu rechtfertigen, weil es keinen vernünftigen Grund dafür gibt, diese Sache zu machen. Wie ging die Geschichte weiter? Ganz einfach. Ford sagte, ich gründe jetzt Ford 2, wenn ihr nicht rausgeht. Und daraufhin haben die anderen dann gesagt, na gut, ohne Ford macht Ford auch keinen Sinn. Also haben die dann freiwillig Ford ihre Aktien verkauft und haben dann ihrerseits ein Autounternehmen gegründet, nämlich die Dodge Brothers Company. Also nochmal, Ford sagt, entweder ihr verkauft an mich oder ich gehe. Daraufhin haben die verkauft und haben eine eigene Gesellschaft gegründet und Ford war sein Alleinherrscher in seinem Unternehmen. Sie wissen, heute ist das anders. Aber das waren die goldenen Zeiten der USA. Ja, was können wir zum Unternehmensziel feststellen? Grundsätzlich ist das Unternehmensziel der Maßstab der Haftung und der Zustimmungspflichten der Gesellschafter. Dabei ist Shareholder Value grundsätzlich ein geeigneter Maßstab, soweit die Aktionäre langfristig denken und nicht nur kurzfristig sich eine Auszahlung auf Kosten der anderen erhoffen. Probleme treten allerdings dann auf, wenn ein Aktionär andere Einnahmequellen hat, der typische Konzernkonflikt, und nur einzelne Aktionäre für ihre Existenz auf die Ausschüttung angewiesen sind. Die andere Problematik tritt dann auf, wenn alle Aktionäre sozusagen nur kurzfristig investieren und direkt nach einem Jahr wieder raus sind, weil auch dann ist das Unternehmensinteresse nicht mit dem Aktionärsinteresse identisch, denn dann wollen die nur im aktuellen Jahr eine möglichst hohe Dividende, auch wenn dann der Unternehmenskern sozusagen verrottet. Die Interessen von Gläubigern oder der Allgemeinheit sind als solches überhaupt nicht definierbar. Im Gegenteil wird man sagen, die werden ein Interesse daran haben, dass möglichst viel Geld in der Kasse ist. Und wenn das Geld in der Kasse ist, ist sozusagen allen gedient. Das heißt, Shareholder Value wird im Grundsatz im Interesse aller Beteiligten liegen. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Welche Grenzen gibt es außerhalb des Unternehmenszweckes oder der Satzung? Ganz einfach, die Zwecke, die der Gesetzgeber ausdrücklich geregelt hat. Zunächst mal die allgemeinen Verhaltensregeln hier unten rechts. Ich darf auch als Vorstand einer AG keine Menschen erschießen. Das heißt, der Mordtatbestand ist auf jeden Fall eine Grenze für die unternehmerische Handlung. Genauso Grenzen sind aber auch die Insolvenzantragspflicht, die ich schon erwähnt habe, oder auch die Regeln zur Kapitalaufbringung und Kapitalerhaltung, weil diese Regeln rechtfertigen gerade die Haftungsbeschränkung. Wenn es die Regeln nicht gäbe, würde die Haftungsbeschränkung nicht funktionieren, also müssen die auch zwingend sein. Und in die gleiche Kategorie fallen auch Rechnungslegung und Offenlegung der Rechnungslegung, damit das Vertrauen des Verkehrs in die Rechtsform erhalten bleibt.
Auch hier der tolle Ausdruck Compliance. Compliance, würde man sagen, heißt einfach nur die Pflicht, sich ans Gesetz zu halten. Und der Corporate Governance Codex sagt dazu, der Vorstand hat für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der unternehmensinternen Richtlinien zu sorgen. Das Gesetz sagt außerdem, der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden. Er muss also Risikomanagement und Risikocontrolling betreiben. Gut, wir sagen Sie, ist ja alles ganz einfach und gut. Die Testfrage ist allerdings, kann ein Verstoß gegen einen Vertrag oder gegen das Gesetz nicht auch mal im Interesse des Unternehmens sein? Kann es also einen Fall geben, wo Unternehmensinteresse und Interesse der Allgemeinheit nicht in Einklang stehen, sondern einander widersprechen? Und da müssen Sie unterscheiden zunächst mal zwischen Vertragspflichtverletzungen und gesetzlichen Pflichtverletzungen. Das Problem, ob es einen effizienten Vertragsbruch gibt, ist ein Klassikproblem der Rechtsökonomie, das können Sie alle. Die spannende Frage ist, gibt es einen effizienten Gesetzesverstoß? Und dazu habe ich diesen tollen Fall mir ausgedacht, das ist kein echter Fall. Vorstandsmitglied A verhandelt mit X über einen Milliardenvertrag. Beim entscheidenden Gesprächstermin gibt es nur einen freien Bezahlparkplatz. A hat jedoch kein Kleingeld für die Parkuhr dabei. Er stellt sein Auto daher ohne zu zahlen auf den Parkplatz und führt dann in der Folge erfolgreich die Verhandlungen. Daraufhin wird gegen die Gesellschaft als Halterin des Pkw ein Bußgeld wegen Falschparkens erlassen. Und nun die Frage, muss der Vorstand A dieses Bußgeld der Gesellschaft erstatten? 40 Euro. Der Vertrag 40 Milliarden. Dann erinnern Sie sich, habe ich Ihnen eben gesagt, 93 Aktiengesetz. Wenn der Vorstand gegen seine Pflichten verstößt, muss er den dadurch entstandenen Schaden ersetzen. Der Schaden könnte hier sein, Zahlung von 40 Euro. Und die Pflicht könnte hier sein, halte dich an die Gesetze, parke nur da, wo du parken darfst. Sagen Sie? Ja? Weil die 40 Milliarden hat. Gut, aber die werden ja auch, die 40 Milliarden kommt ja nicht damals auf den Parkplatz parken. Das weiß man halt nicht, das behaupten die so. Stellen wir uns vor, der nächste Parkplatz wäre 2 Stunden entfernt gewesen. Was sagen Sie dazu? Das ist ja nicht zwingend. Hier steht der einzige freie Bezahlparkplatz. Ja. Gucken wir uns mal den echten Fall an, den es dazu gibt. Die AG betreibt einen Kurierdienst. Der Vorstand weist die Mitarbeiter an, immer so nah wie möglich zu parken, selbst wenn dadurch gegen gesetzliche Regeln verstoßen wird. Nach Abzug der Bußgelder macht die AG einen Gewinn von 5 Millionen Euro. Würde man stets einen geeigneten Parkplatz suchen, hätte die zur Folge, dass nur eine geringere Zahl von Paketen ausgeliefert würde. Der Gewinn betrüge dann ohne Bußgelder 3 Millionen Euro. Was sagen Sie? Weisung des Vorstands rechtmäßig, parkt immer schwarz, Hauptsache das Paket kommt schnell an. Ein echter Fall. Ja? Das ist eine andere Situation. Die verdienen damit ja ihr Geld, Kurierdienste, dass sie regelmäßig Straßenverkehr teilnehmen und teilt
Paket einzustellen. Und jeder von uns hier kennt die Situation, dass die zweite oder teilweise sogar eine Großstädte in dritter Reihe parken. Und das ist halt schon eine große Belästigung für die Allgemeinheit, dass ich jetzt halt sagen würde, das ist illegal. Das wird also nicht da, haftet dann der Vorschlag, wenn das zu machen. Aber die Allgemeinheit kriegt ja das Bußgeld. Das ist doch toll. Und die Aktionäre freuen sich doch. Also wie gesagt, wenn man den Aktionären sagt, hört mal, aufgrund dieser Weisung des Vorstandes haben wir einen Gewinn von 2 Millionen Euro mehr, als wenn wir uns an die Gesetze halten würden. Ja, aber wie gesagt, man muss ja auch gucken, dass, also ich kann wahrscheinlich wieder voll unternehmen, ne? Aber verhältnismäßig, eben mit den 40 Euro Bußgeld jetzt auf dem Das sind die auch 2 Millionen. Wer kann geflehen, meines Erachtens, aber in dem Fall, wo man wirklich quasi sein gesamtes Geschäft darauf auslegt, bitte Leute, parkt doch illegal, das ist für uns dann Winkler mehr, das ist für mich eine andere Kiste, ich würde sagen, das ist nicht. Was meinen Sie? Ja. Deine Rechnung kann man ja, also die muss ja natürlich erlaubt sein, wenn man sagen kann, ich fahre schwarz, weil es auf Dauer preis wieder rauskommt, dass wenn ich mir jetzt mein Ticket hole, die Frage ist doch schon mal deutlich eher, ob es irgendwie Vertrag auch sein kann, dass der Gesellschaft einen Vertrag gibt und die sagt, wir fordern euch quasi auf, gegen gesetzliche Vorschriften zu verstoßen. Das kann ja vertraglich schon für mich als Problem sein, dass die halt explizit sagen, dass wir machen, verstoßt bitte gegen diese Vorschriften, auch weil es uns ein Vorteil ist. Ja. Also wir müssen mal differenzieren. Erstens die Frage, kann man das vergleichen mit dem Fall, dass ich mir selber Geld spare, weil ich gar nicht ausgerechnet habe, ich werde nur dreimal im Jahr kontrolliert und dann zahle ich halt 60 Euro für einmal erwischt werden beim Schwarzfahren, aber ich fahre jeden Tag, das heißt, mein Ticket kostet mehr als das Schwarzfahren. Ist dieser Fall vergleichbar oder wo liegt der Unterschied zu diesen Fällen mit dem Vorstand? Was ist denn die Rechtsfolge hier? Kriegt der Staat dein Geld nicht? Ist das Unrecht ungesühnt, wird niemand bestraft und die Allgemeinheit muss darunter leiden? Jetzt kommt ja Geld rein, weil dadurch, dass eben diese ganzen Bußgelder gezahlt werden, wird sozusagen ein Plus auch erwirtschaftet, also ein Schaden auch erwirtschaftet, also wahrscheinlich für denen, die würden das Geld sonst nicht kriegen. Also das ist, im Endeffekt gewinnen quasi alle, also die Leute, die einen starken Pech haben, weil die halt irgendwie den Wagen von der stehen haben und der Rest gewinnt halt. Das ist nicht zwingend, weil man könnte ja sagen, wer hat denn den Gewinn davon, dass die falsch parken? Wer profitiert denn? Profitiert der Vorstand davon? Ja, aber das Profit hat dann erst einmal nichts mit dem Sinn von Bußgeld zu tun. Doch, wenn der Sinn des Bußgeldes ist Verhaltenssteuerung, müssen Sie sich ja fragen, wen wollen wir denn hier steuern? Und dann müssen Sie sich fragen, wer ist denn hier sozusagen derjenige, der es wirklich letztendlich in der Hand hat? Wer zwingt den Vorstand denn dazu, dass er hier Leute falsch parken lässt? Oder was zwingt ihn dazu? Warum macht er das überhaupt? Sein Gehalt hängt davon nicht ab. Ich betone das nochmal. Ja? Ja, mittelbar ja vielleicht schon. Wenn die Gesellschaft mehr Gewinn macht, er will eventuell ja Boni oder sowas. Also könnte man mittelbar vielleicht doch sagen, er profitiert davon. Aber ich finde, das ist erst nicht vergleichbar mit dem, dass ich dreimal im Jahr nicht etwa schwarz fahren, weil, wie schon gesagt, das Geld kommt so oder so rein. Einmal von mir als Privatperson und einmal direkt durch die Gesellschaft. Die Frage ist immer, ob die Gesellschaft per Inhaftung sich das Geld vom Vorstand zurückholen kann. Genau. Deswegen ist das halt schon ein großer Unterschied. Allerdings finde ich, können Sie das in dem Fall eben nicht tun, weil der Vorstand sagt ja nicht explizit, parkt falsch. Er sagt nur, parkt immer so dicht dran wie möglich. Und wenn ein Zweifel, da jetzt kein Parkplatz ist, dann macht das auch, damit wir viele Pakete bringen können. Also ich finde nicht, dass da gesagt wird, wir müssen gegen gesetzliche Vorschriften stützen. Verpackt
fahrt immer auf den Bürgersteig. Egal, ob das ein Riesenparkplatz ist, fahrt auf den Bürgersteig. Das steht da ja nicht. Da steht nur Park zum Navi möglich lang. Ja, da steht ja auch deutlich, dass sie gegen gesetzliche Regeln verstoßen. So nah wie möglich, selbst wenn dadurch gegen gesetzliche Regeln verstoßen wird. Also ja, nicht, dass das dem ja auch da belegen kann. Ja, aber ich finde nicht, dass der Vorstand da jetzt sagt, Verstoß ist unbedingt gegen gesetzliche Vorschriften. Ja, also meine Testfrage für Sie, wie wäre es im Arbeitsrecht, wenn der nicht der Vorstand machen würde, sondern, was ist denn mit dem Fahrer? Warum kann man das nicht auf den Fahrer abwälzen, hier das Bußgeld? Der Fahrer parkt doch wohl schwarz. Um es ganz deutlich zu sagen, der Fahrer parkt in dritter Reihe, der ist ja nicht der Vorstand am Steuer. Warum haben wir denn die Gesellschaft und nicht den Fahrer? Das ist doch diejenige, der wirklich verhaltensgesteuert werden könnte. Ja, aus dem sozialen Gerechtigkeitsaspekt. Der muss ja, der verdient ja damit kein Geld. Wenn er sagt, okay, ich halte mich jetzt mal an die Regeln, dann wird er im Endeffekt ja weniger Pakete ausliefern und dann sehen die nachher, okay, du hast weniger Pakete ausliefern als die anderen, jetzt werden wir dich dafür feuern. Mhm. Dabei hat er sich an die Regeln gehalten. Aha. Das kann nicht dem Rechtsstaat dienlich sein. Ja. Ist das so? Kann ich über Sachen disponieren? Wenn ich an meinem Arbeitgeber sage, er schießt bitte den Kollegen, dann kann er sagen, ja, war leider eine Weisung, da habe ich kein Wahlrecht gehabt. Kann ich wirklich, muss ich als Arbeitnehmer Weisungen beachten, die rechtswidrig sind? Wenn Sie sagen, streu bitte Gift ins Essen der Leute, müssen Sie das machen als Arbeitnehmer? Ich frage mal so. Und was ist die Folge, wenn Sie die Weisung nicht befolgen? Haben Sie eine Pflichtverletzung begangen? Wenn Sie eine rechtswidrige Weisung nicht befolgen? Nein. Könnte man Sie kündigen? Nein. Nein. Aber eindeutig nicht. Ganz offensichtlich nicht. Also rechtswidrige Weisungen entfalten keine Bindungswirkung. Und jetzt nochmal, warum habe ich dieses Beispiel mit dem Arbeitnehmer gebracht? Jetzt denken Sie mal an den Vorstand. Wenn Sie die Wahl haben zwischen Vorstand A, der Ihnen 5 Millionen Gewinn bringt, und Vorstand B, der Ihnen nur 3 Millionen Gewinn bringt. Welchen Vorstand würden Sie haben wollen als Aktionär? Ja, als Aktionär objektiv gesehen natürlich den, der mir 5 Millionen Gewinn bringt, weil ich selber bin ja nicht der Hauptgrund als Aktionär. Dann bringen wir natürlich den meisten Gewinn. Und jetzt denken wir im nächsten Schritt an die Verhaltenssteuerung. Was passiert in dem Moment, wo der Vorstand persönlich auf Ersatz der Bußgelder haftet? Was sagen Sie als Aktionär? Warum ist das für Sie okay? Welchen Vorteil hat das? Weil es nicht Ihr Geld ist und es erhöht den Gewinn der Gesellschaft ja nochmal. Hier haben wir 5 Millionen nach Abzug der Bußgelder. Wenn Sie die Bußgelder noch rausrechnen, haben Sie wahrscheinlich 6 Millionen Gewinn. Das heißt, 1 Million mehr Gewinn, dann freuen Sie sich ja nur. Das heißt, bei der nächsten Vorstandswahl werden Sie wieder gucken, ob Sie jemanden finden, der so blöd ist, das zu machen. Das ist das eine Problem. Also Sie sehen, das erste Problem ist, der Vorstand ist gar nicht so frei, wie man sich das denkt. Der will ja im Job bleiben, der will also eine Verlängerung und der will ein hohes Gehalt. Wenn er geringe Gewinne erwirtschaftet, erfüllt er seine Aufgaben nicht, ist er dran. Also wird er versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Und jetzt nochmal zurück zu diesem Fall. Hier sagen Sie, ach komm, 40 Euro, der hat 40 Milliarden Gewinn gemacht. Passt schon, da kann er jetzt nicht die Gesellschaft wegen 40 Euro verklagen. Wo ist denn der Unterschied zwischen diesem Fall und diesem Fall? Da macht das nicht selber, da lässt er seine Mitarbeiter machen. Hier macht das selber. Aber in beiden Fällen erwirtschaftet er für die Gesellschaft erhebliche Gewinne, dadurch, dass er gegen Gesetze verstößt. Und er kann ja einkalkulieren, wie hoch die Sanktion ist. Das ist ja kalkulierbar. Das sind ja keine Zahlen, die er sich irgendwie auswürfeln muss. Man kann im Bußgeldkatalog gucken und kann sagen, es kommt maximal so und so viel Euro raus. Und das kann man hochrechnen und kann sagen, okay, selbst wenn wir immer erwischt würden, würde das so und so viel kosten, aber wir haben so und so viel Gewinn, also rechnet sich. Also lautet unsere praktische Frage, können wir wirklich von einem Vorstand verlangen, dass er sich an Gesetze hält und dadurch möglicherweise weniger Gewinn macht und Nachteile gegenüber der Konkurrenz erleidet?
Oder anders ausgedrückt, dieses Sozialargument, ist nicht auch der Vorstand sozial schutzbedürftig, wenn er diese Entscheidung trifft, zu der er gezwungen wird durch die Situation? Und, was denken Sie? Es gibt keine richtige Antwort. Darf man gegen das Gesetz verstoßen, wenn man damit einen größeren Gewinn macht? Also wie gesagt, beim Strafrecht haben wir immer das Problem, da kommt er halt ins Gefängnis, das kann man von ihm kaum verlangen. Aber hier geht es halt nur um Geld. Ist Geld nicht eine Sache, die relativ schmerzlos geht? Geld kann man gegen Geld verrechnen, kann sagen, das ist mehr Geld als ohne. Also Sie sagen, so die Planung ist der Vorwurf. Also Vorsatz nicht, aber so Einzelfall, Notfall, das geht. Ich würde mich nicht darauf festnageln lassen, aber in dem Fall ja. Ich würde mich nicht darauf festnageln lassen? Das ist ja keine Aussage. Sie sind Jurist, Sie müssen sich festnageln lassen. Es kommt drauf an. Ja, worauf denn? Also, in der Tat, die Problematik ist, hier neigen die meisten Leute dazu zu sagen, meine Güte, geht hier um 40 Euro und er hat Milliarden Gewinne gemacht. Wer weiß, was passiert, wenn er das nicht gemacht hätte. Das muss ja wohl möglich sein. Das wäre ja unverhältnismäßig zu sagen, jetzt muss er auch noch für die 40 Euro einstehen. Denn es kann nicht sein, dass er Milliarden Gewinne einwirtschaftet und dann dafür noch bezahlen muss, dass er die eingewirtschaftet hat. In dem Fall sagt man, naja, ist das schon irgendwie suspekt. Rechnerisch haut das trotzdem hin. Und es kann ja irgendwie auch nicht sein, dass er weniger Gewinn macht als nötig. Andererseits ist es halt im Grunde der Staat schuld, der zu niedrige Bußgelder angesetzt hat. Da können wir auch nichts für. Und das würde einen massenhaften Rechtsverstoß fördern. Schlecht. Vor allen Dingen nochmal, die Folge hier ist ja nicht, dass sozusagen das Ganze ungesühnt bleiben würde, nur dass das Risiko den Vorstand trifft und nicht die Aktionäre. Wenn es den Vorstand trifft, können Sie sich vielleicht einen neuen Vorstand suchen und der macht es dann nochmal. Also, eine perfekte Antwort haben wir nicht. Es gibt noch ein weiteres Problem, das will ich Ihnen nur ganz kurz zeigen. Nach § 30 OWIG ist es so, dass man gegen die Gesellschaft Bußgelder festsetzen kann. Und die Bußgelder gibt es auch bei Straftaten, etwa 10 Millionen Euro für vorsätzliche Taten und 5 Millionen Euro für fahrlässige. Also bis zu heißt im Normalfall weniger. Damit könnten wir noch nehmen. Das Spannende ist aber, gegen ein Unternehmen kann eine höhere Geldbuße verhängt werden. Die Geldbuße darf 10% des in der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahres erzielten Gesamtumsatzes des Unternehmens nicht übersteigen. Das bedeutet, die Bußgelder, die gegen die AG festgesetzt werden, werden nicht etwa anhand der Vermögensverhältnisse des Vorstandes bestimmt, sondern die orientieren sich im Zweifel daran, wie viel Geld das Unternehmen hat. Wenn das Unternehmen aber anfängt, seine Geldbußen auf den Vorstand abzuwälzen, haben wir ein ganz großes praktisches Problem, weil der Vorstand hat nicht den Jahresgewinn des Unternehmens. Der Vorstand ist ein armer Schlucker. Und wenn dann der Vorstand das Bußgeld des Unternehmens bezahlen muss, sagen wir, Sie sind VW-Chef und es stellt sich heraus, Ihre Autos haben nicht die Abgaswerte, die Sie haben sollen, und dann sagt die Gesellschaft, kein Problem, da haftet jetzt der Vorstand für. Und die Amerikaner setzen ein Bußgeld fest in Höhe von 10% des Jahresumsatzes von VW weltweit. Da wird der Vorstand Privatinsolvenz anmelden müssen. Frage, kann dieses Ergebnis gewollt sein, dass wir ein Bußgeld festsetzen, was eindeutig an den Vermögensverhältnissen des Unternehmens zu messen ist und das dann abwälzen auf eine natürliche Person, nämlich den Vorstand, die dann mit ihrem Privatvermögen dieses hoch festgesetzte Bußgeld ausgleichen muss. Und im Hinblick hier auf unser Bußgeld, also strafrechtlich zum Bußgeld wird, habe ich den Vorstand einmal strafrechtlich verfolgt und habe gesagt, du kriegst eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen. Gleichzeitig habe ich auch die Gesellschaft zu einem Bußgeld verpflichtet in Höhe von bis zu 10 Millionen Euro. Und die Gesellschaft holt sich nun das Bußgeld beim Vorstand wieder. Und unsere praktische Frage ist dann wieder, ist das nicht ein bisschen viel des Guten? Ist das nicht so eine Art Doppelbestrafung?
Der Vorstand zahlt einmal seine eigene Strafe und einmal die Strafe der Gesellschaft. Oder einmal sein eigenes Bußgeld und einmal das Bußgeld der Gesellschaft. Und dann, wenn es in der Tat so ist, dann müssen Sie überlegen, ist das nicht ein bisschen abschreckend für den Vorstand, dass er dann übervorsichtig wieder wird und seine Pflichten nicht erfüllen kann, weil er sich immer denkt, das könnte vielleicht problematisch sein, also lassen wir es lieber sein. Das heißt nämlich, insbesondere wenn Sie ein großes Unternehmen haben, müssten Sie ständig bei jedem einzelnen Mitarbeiter auf den Tisch gucken, um Ihrer Haftung zu entgehen. Und das hindert natürlich eine effiziente Unternehmensführung und möglicherweise ist das für alle Beteiligten schlecht, weil sie nicht die Gewinne machen, die sie machen könnten. Und Sie wissen, die Haftung geht nicht nur bei Vorsatz, sondern auch bei Fahrlässigkeit. Ja, was sagen Sie dazu? Doppelbestrafung? Abschreckung zu viel des Guten? Oder sind die Vorstände eh alle Schweine, weil die immer schuld sind und eh so viel Geld verdienen? Ja. Was sagen Sie dazu? Schwere politische Fragen. Es gibt keine richtige Antwort. Sehen Sie das rein praktische Dilemma des Vorstandes. Er verdient 1 Million im Monat, hat aber hier möglicherweise eine Schadenersatzhaftung von 100 Millionen, sollte also sehr vorsichtig sein. Und vor allen Dingen fragen wir uns mal rein als Juristen, welchen Sinn hat es denn, wenn hier steht, ich kann gegen diese, also gegen die Gesellschaft, ein Bußgeld verhängen und die Gesellschaft ist aber gar nicht die, die es zahlen muss, sondern der Vorstand zahlt es. Also müssen wir uns fragen, was ist denn der Sinn dieser Regelung, die sagt, wir können Gesellschaften mit Bußgeldern bestrafen. Also mit Bußgeldern sanktionieren, bestrafen ja nicht. Das könnte man meinen, aber so ist unser Bußgeldrecht nicht aufgebaut. Das Blöde ist, das Bußgeldrecht verlangt, dass wir einen Menschen haben und vom Menschen zurechnen können auf die juristische Person. Wir können also die juristische Person nicht als solche sanktionieren, wenn wir nicht ein vertretungsbrechliches Organ haben, das eine Pflicht verletzt hat und der wir Fahrlässigkeit vorwerfen können. Das wäre in der Tat eine denkbare Theorie, aber das macht unser Recht nicht mit momentan. Also das funktioniert nicht. Also diese Organhaftung, Organisationshaftung im Sinne von Organverschulden, Organisationsverschulden wie im BGB gibt es im Strafrecht nicht. Also die Theorie wäre gut, aber leider ist sie nicht die Theorie, die das Gesetz verfolgt. Also was ist der Sinn hinter dieser Norm? Gerade im Kartellrecht natürlich sehr üblich. Sie wissen, wenn sich zwei Leute absprechen, sie machen gleiche Preise, ist das ein Verstoß gegen 1 GWB oder 101 AEUV und dann sagt man, zack, 10% des Jahresumsatzes sind erstmal weg. Und dann sagen die, wir holen das Geld bei unseren Vorständen wieder, die nämlich damals die Verhandlungen geführt haben über dieses Kartell, was ja naheliegend ist. Und dann im nächsten natürlich die Frage, greift die Versicherung und die Antwort lautet ja. Kann das das Ergebnis sein? Würde das dann den Zweck erfüllen, den diese Regelungen haben? Welchen Wert hat denn so eine Norm? Mit 10% des Jahresumsatzes. Warum reicht es nicht, dass wir als Staat nur gegen den Vorstand vorgehen? Warum müssen wir auch gegen das Unternehmen vorgehen? Das Unternehmen soll ja auch als Gesamtstruktur da gewisse Konsequenzen rausziehen. Wenn ich gegen den Vorstand vorgehe und der sozusagen 10 Millionen aufkommt, dann ist der
dann ist es ja insolvent, dann ist er quasi raus. Und das Unternehmen selbst nimmt ja einfach keinen Schaden aus der ganzen Geschichte. Die interessiert das überhaupt nicht. Die werden den nächsten Forscher dahinsetzen und dem sagen, mach mal, was du für richtig hältst. Weil wenn es halt Probleme gibt, dann rollt halt rein, aber das ist uns halt egal. Genau das ist der Punkt. Die Gesellschaft, die davon profitiert, dass solche Kartelle geschlossen werden, das geht nämlich an die Aktionäre, die kriegen eine höhere Dividende. Die soll auch darunter leiden, damit muss auch die sanktioniert werden. Jetzt aber, wenn ich diese Innenhaftung des Vorstandes habe, umgehe ich das dann nicht? Wenn ich sage, der Vorstand muss das wieder ausgleichen, was die Gesellschaft zahlen muss aufgrund seiner Pflichtverletzung. Also in einem Autofall war es relativ offensichtlich, der parkt falsch, dafür 40 Euro, die zahlt er halt wieder ein. Aber was mit diesem Kartellverstoß? Wo ist der Unterschied wertungsmäßig hier zu dem 40-Euro-Fall? Warum haben wir bei dem 40 Euro weniger Hemmungen zu sagen, das soll der Vorstand gefälligst ausgleichen, als bei diesem hier? Oder halt bei den vielen Tickets hier bei diesem Fall? Warum hat man da weniger Hemmungen zu sagen, ach, soll der alles ausgleichen, ist schon richtig, als beim Kartellverstoß? Große Schweinerei, Skandal. Ja, ganz einfach, weil beim Kartellverstoß erfolgt die Verhaltenssteuerung in Bezug auf den Vorstand ja ohnehin schon dadurch, dass der selber sanktioniert wird. Wer ein Kartell schließt, handelt selber ordnungswidrig, das heißt, der Vorstand wird ohnehin bestraft. Da zahlt also ohnehin ein Bußgeld an die Staatskasse. Und dieses Bußgeld wird so bemessen, dass es in Zukunft sein lässt. Das heißt, man guckt, dass es abschreckend wirkt. Hier haben wir aber ein zusätzliches Bußgeld. Wenn das auch noch abgewälzt wird, dann hat das zur Folge, dass der Vorstand komplett belastet wird und die Gesellschaft, die den Gewinn gemacht hat, komplett profitieren kann. Der Vorstand selber wird also sozusagen komplett aus dem Verkehr gezogen und jemand anderes wird sozusagen gedrängt, es genauso zu machen wie er und nicht erwischt zu werden. Das bedeutet im Ergebnis, diese Bußgelder haben nur den Sinn, den Gewinn abzuschöpfen, den die Gesellschaft machen konnte. Es geht also letztendlich weniger um Bestrafung, als vielmehr um zu verhindern, dass man einen Gewinn macht aus rechtswidrigen Handlungen. Rechtswidrige Handlungen sollen keine Gewinne bringen und deshalb müssen die Gewinne, die daraus gemacht werden, auch alle entzogen werden. Und das ist in manchen Fällen halt einfach, wenn man die Gewinne berechnen kann. In anderen Fällen geschieht es aber de facto durch ein Bußgeld. Ja, Sie haben vielleicht mitbekommen, in Deutschland wird auch diskutiert, ob wir ein echtes Unternehmensstrafrecht brauchen, was parallel läuft zu dem, was ich Ihnen eben geschildert habe, mit der Idee, dass manche Vorstände einfach sanktionsresistent sind, insofern als sie entweder gut versichert sind oder letztendlich eh insolvent sind und da nichts zu holen ist. Dann sagt man, ist der Vorstand sozusagen ungeeignet, als Adressat für Verhaltenssteuerung, sondern wir müssen auf die Aktionäre einwirken, dass die das vernünftig überwachen oder auf den Aufsichtsrat, denn wenn die mit ihrem Geld zahlen müssen, sind die auch vorsichtiger. Solange der Aktionär nicht darunter leiden muss, ist es dem Aktionär völlig egal, was auf Führungsebene passiert. Wenn der Aktionär selber zahlt, ist er vielleicht aufmerksamer. Das zweite Problem ist, dass gesagt wird, die Bußgelder sind zu niedrig, weil im Strafrecht haben wir Tagessätze, da wird geguckt, wie viel sie an einem Tag verdienen. Die Bußgelder werden pauschal berechnet und sind damit immer niedriger als das, was man bei einem Menschen verhängen würde. Das heißt, die Gesellschaften kommen im Zweifel billiger weg als echte Menschen. Und dann der Punkt, den der Kollege eben angesprochen hat, wenn ich nicht genau weiß, wer es war, kann ich sagen, irgendjemand im Unternehmen wird es gewusst haben und egal wer, das Unternehmen zahlt jetzt dafür. Das betrifft insbesondere natürlich so Umweltdelikte. Irgendjemand kippt den Müll in den Rhein, man weiß aber nicht, wer es war.
dann soll das Unternehmen dafür zahlen müssen, auch wenn wir kein Individuum feststellen können, was hier das Ganze verursacht hat. Das Ganze hat allerdings auch politisch das Problem, dass man sagt, in dem Moment, wo wir das machen, wird die juristische Person wieder unattraktiv, denn ich kann zusammenrechnen und je größer es wird, desto höher ist die Gefahr, dass irgendjemand es wusste und dann alle darunter leiden müssen. Das heißt, wir haben so eine Art Kollektivverantwortung, die immer abschreckend wird. Zusammengefasst kann man sagen, der Vorstand trägt die Verantwortung, Rechtsverletzungen zu verhindern. Die Compliance-Pflicht ist die logische Folge der Trennung von Macht und Verantwortung, denn die Aktionäre können ja nicht für die Rechtmäßigkeit einstehen. Sie ist grundsätzlich effizient, soweit der Vorstand nicht unter äußeren Einflüssen steht, anders als der Arbeitnehmer. Bei rechtswidrigem Verhalten des Vorstandes haftet die Gesellschaft auf Schadensersatz und muss gegebenenfalls Bußgelder zahlen. Fraglich ist aber, ob ausnahmsweise effiziente Rechtsverstöße vorliegen können, in dem Sinne, dass man sagt, der Gewinn, den die Gesellschaft macht, ist höher als die drohenden Schadensersatzpflichten oder Geldstrafen. Und einerseits muss man Unternehmensinteresse berücksichtigen, was darin besteht, möglichst viel Gewinn zu generieren, Shareholder Value. Andererseits aber auch den sozialen Zweck von Verbotsnormen, die nämlich generalpräventiv wirken sollen, gerade das Verhalten als solches verhindern und einer Abwägung grundsätzlich negativ gegenüberstehen. Es kann in Deutschland nicht sein, dass Sie sagen, für mich gilt die Norm aber nicht, weil ich einen höheren Gewinn mache. Genauso wenig wie Sie falsch parken dürfen, weil Sie sagen, ich mache einen Gewinn, darf es auch die Gesellschaft. Und daher muss der Vorstand auch grundsätzlich dafür einstehen. Allerdings, letzter Punkt, die Abwälzung von Sanktionen, die spezifisch gegen das Unternehmen gerichtet sind, auf den Vorstand, belastet den Vorstand doppelt, wenn er selber schon wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt wird. Dadurch wird die Verhaltenssteuerung zu scharf und er wird übervorsichtig und er wird Verhaltensweisen unterlassen, die wünschenswert sind. Daher kann man das Ganze nur bei Vorsatz machen. Und das Ziel der Unternehmenssanktionen ist es, die Aktionäre zu sanktionieren, soweit sie vom Verstoß profitiert haben. Das heißt, letztendlich Gewinne abzuschöpfen. So, dann kommen wir zur Business Judgment Rule. Sie kennen das vielleicht aus der Verhaltensökonomie. Hinterher weiß man immer mehr. Das nennt sich Hindsight Bias. Die Idee dahinter ist, wenn Sie gucken, wie jemand anders sich verhalten hat, sagen Sie immer, wie kann man bloß so blöd sein? Die typische Situation sind so Horrorfilme, wo man sagt, meine Güte, da ist der Killer im Haus und die gehen immer einzeln durch den dunklen Raum. Wie blöd muss man sein? Natürlich weiß man hinterher immer mehr. Das Gleiche gilt auch für das Vorstandshandeln. Das zweite Problem ist, dass die Leute, die über Vorstandshandeln entscheiden müssen, so Leute wie Sie sind, nämlich Juristen. Und die sitzen da und sind gar nicht in der Stresssituation gewesen und haben keine Ahnung, was in Unternehmenskreisen üblich ist oder vernünftig ist. Das heißt, sie gehen mit ihrem Maßstab daran und beurteilen ein fremdes Verhalten und sind dabei möglicherweise übermäßig streng. Und schließlich habe ich Ihnen eben schon aufgezeigt, dass Aktionärsinteresse und Interesse der Allgemeinheit laufen nicht immer parallel. Selbst außerhalb von Verbotsnormen kann es sein, dass irgendein Richter sagt, ja hier Treu und Glauben und Verkehrssitte und der Vorstand sagt, naja, das war meinen Aktionären aber egal und die wollten hauptsächlich Geld machen. All diese drei Faktoren verursachen erhebliche Kosten bei Schadensersatzprozessen. Zum einen die Kosten, die der Richter hat, weil er Sachverständige beauftragt, weil Informationen herangeschafft werden müssen und Ähnliches. Zum anderen die Kosten von Fehlentscheidungen und schließlich die Kosten für die Gesellschaft, wenn da ein Muster sich entwickelt, was möglicherweise nicht zielführend ist. Das kann nämlich dazu führen, dass ein Staat gar nicht mehr konkurrenzfähig ist im internationalen Wettbewerb. Zur Lösung des Problems gibt es die sogenannte Business Judgment Rule. Die Idee dahinter ist relativ trivial. Ein Gericht maßt sich nicht an, unternehmerische Entscheidungen zu überprüfen, weil das nicht die Aufgabe der Gerichte ist. Sie kennen das auch aus dem öffentlichen Recht, da sagen wir, wir haben bei Ermessen nur eine eingeschränkte Kontrolle. Das ist die gleiche Idee. Der Staat kann sich da nicht in die Situation zurückversetzen, also hält er sich heraus. Das hat allerdings eine Grenze. Die Grenze ist nämlich, die Entscheidung muss zumindest aufgrund von hinreichender Tatsacheninformation erfolgen und nicht eigennützig, sondern im vermeintlichen Interesse der Gesellschaft.
Das heißt, drei Voraussetzungen. Wir brauchen eine unternehmerische Entscheidung, wir brauchen eine angemessene Information und wir brauchen das Fehlen von Sonderinteressen. In Deutschland haben wir das auch im Gesetz geregelt, nämlich in § 93 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz, wo drin steht, eine Pflichtverletzung liegt nicht vor, wenn das Vorstandsmitglied bei einer unternehmerischen Entscheidung vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu handeln. Sie sehen also hier unternehmerische Entscheidungen, vernünftige Informationen, angemessene Informationen und Wohle der Gesellschaft. Um Ihnen das Drama zu zeigen, was so ein Vorstand hat, kann ich Ihnen hier die legendäre Entscheidung Arak-Garmbeck nochmal präsentieren. Es gab den Vorstand der Arak AG und der Vorstand hatte eine Geschäftsbeziehung mit einer Briefkastenfirma. Und die Briefkastenfirma wurde betrieben von einem mehrfach vorbestraften Elektroinstallateur und der bot an, Anlagengeschäfte in der Schweiz abzuwickeln. Rein praktisch wurde das sozusagen immer weitergereicht auf die neuen Investoren, man stieg also ein und der Neueinsteiger trug die Verluste der vorhergehenden. Das heißt, man investierte und die Verluste wurden weitergereicht an die Neueinsteiger. Dieser ARAG-Vorstand fand das eine ganz tolle Idee und die ARAG AG verbürgte sich für die Schulden des Unternehmens. Und natürlich, wie jedes Schneeballsystem, brach es zusammen und es entstanden Verluste von 80 Millionen D-Mark bzw. 40 Millionen Euro. Der Aufsichtsrat hatte Anträge der Kläger, den Vorstand in Anspruch zu nehmen, abgelehnt. Also der Vorstand war immer noch im Amt und der Aufsichtsrat sagte, wir gehen nicht gegen den vor. Und die Kläger gingen nun vor die Gerichte und wollten festgestellt wissen, dass der Beschluss des Aufsichtsrats, nicht gegen den Vorstand vorzugehen, rechtswidrig ist und dass deshalb die Beschlüsse nichtig seien. Eine Klage auf Vor gegen den Vorstand war nicht möglich. Und in dieser Entscheidung hat der BGH gesagt, der Vorstand muss einen weiten Entscheidungsspielraum haben. Ohne den ist eine unternehmerische Tätigkeit schlechthin nicht denkbar. Dazu gehört neben dem bewussten Eingehen geschäftlicher Risiken grundsätzlich auch die Gefahr von Fehlbeurteilung und Fehlentscheidung. Das heißt, der Vorstand hat einen Anspruch auf Fehler. Er darf sich irren. Allerdings kommt das erst in Betracht, wenn die Grenzen einer ausschließlich am Unternehmenswohl orientierten, auf sorgfältiger Ermittlung der Entscheidungsgrundlagen beruhenden unternehmerischen Handelns vorliegen. Hier im konkreten Fall war es aber dummerweise gar keine Information und daher auch offensichtlich unzulässig. Sie sehen also, die Idee ist, ein Vorstand kann nicht handeln ohne Entscheidungsspielraum. Wenn der Entscheidungsspielraum immer nachträglich kontrolliert würde, würde das nicht funktionieren. Um Ihnen ein Beispiel für so eine Interessenkollision zu geben, habe ich diesen Fall aus den USA mitgebracht. Es gab einen Sportclub und der Sportclub hatte letztendlich verschiedene Gesellschafter und es passierte jetzt Folgendes. Der Mehrheitsgesellschafter hatte als Vorstand oder als Board gewählt sich selbst, seine Frau, einen Anwalt, der vom Unternehmen bezahlt wurde, den Schwager und zwei Arbeitnehmer. Zusätzlich saß drin ein Minderheitsaktionär mit seiner Frau. Alle Vorstandsmitglieder waren auch gleichzeitig Aktionäre eines anderen Unternehmens, das praktischerweise ein Stadion hatte. Also, die waren Gesellschafter beim Team und die waren Gesellschafter beim Stadion. Ja, Stadion und Team. Und es kam, wie es kommen muss, die Stadiongesellschaft wollte ihr Stadion verkaufen an die Sportclubgesellschaft. Das klingt alles noch ganz plausibel, allerdings wollte sie das für einen zu hohen Preis. Sie wollte nämlich ungefähr das Doppelte vom Marktpreis. Und die Sportclubgesellschaft hat dann beschlossen, wir nehmen das Stadion von euch. Warum? Weil die Gesellschafter der
Stadiongesellschaft ja identisch waren mit den Gesellschaftern der Sportclubgesellschaft. Es gab nur ein einziges Problem, die Beteiligungsquoten waren unterschiedlich. Denn in der einen Gesellschaft, der Sportclubgesellschaft, hielt der Mehrheitsgesellschafter 51%, in der Stadiongesellschaft hielt er sage und schreibe 80%. Das heißt, durch den Kauf des Stadions profitierte er doppelt. Klar? Nein. Stadiongesellschaft und Sportclubgesellschaft. Sportclubgesellschaft kauft von Stadiongesellschaft ein Stadion. Dadurch fließt Geld von Sportclub an Stadion. Das Geld der Stadiongesellschaft wird dann verteilt auf die Gesellschaft der Stadiongesellschaft. Wenn ich an der Stadiongesellschaft also einen höheren Anteil habe als an der Sportclubgesellschaft, habe ich dadurch einen Gewinn gemacht. Denn ich habe Geld, wo ich nur 43% von gekriegt habe, auf eine Gesellschaft, wo ich 80% von gekriegt habe, umgeleitet. Deshalb fand das der Minderheitsgesellschafter in der Sportclubgesellschaft nicht so gut und klagte dagegen. Und auch hier wieder die Frage, ist es eine unternehmerische Entscheidung, wenn ein Sportteam ein Stadion kauft? Würden Sie sagen, es ist eine vernünftige Entscheidung, die man normalerweise Unternehmen so treffen sollte? Ja, natürlich. Die meisten Sportclubs haben ein Stadion, das sollten sie auch tun. Zweite Frage, wenn Sie ein Stadion kaufen, dürfen Sie das auch von einem Unternehmen kaufen, was Ihren Vorstandsmitgliedern gehört? Ist das verboten oder sehen Sie das? Ja, kann durchaus sinnvoll sein, wenn es gar nicht so viele Stadions gibt vor Ort. Es ist nicht so, dass auch jede Stadt hier 10 Stadien zur Verfügung hätte. Auch das ist noch okay. Aber wo liegt das Problem in diesem Fall? Ja, zum Wohl der Gesellschaft. Denn wenn die Gesellschaft mehr bezahlt, als es wert ist, dann hat das nicht sozusagen das Interesse der Gesellschaft im Sinne, sondern das Interesse der Vorstandsmitglieder. Und das geht nicht. Letztendlich hat also jemand einen eigenen Gewinn gemacht auf Kosten der Gesellschaft und das ist nie privilegiert. Das geht nur, wenn alle Gesellschafter zustimmen. Wenn auch nur einer dagegen ist, kann ich das nicht durchziehen. Ja, um noch ein letztes Beispiel aus den USA zu bringen, dann haben wir auch Schluss für heute. Ein Beispiel von American Express. American Express hatte eigene Aktien an der Börse erworben und dann sank der Kurs und die Aktien waren nicht mehr 30 Millionen wert, die dafür bezahlt worden sind, sondern nur noch 4. Und das Board beschloss daraufhin, diese Aktien als Sonderdividende an die Aktionäre zu verteilen. Das heißt, wenn sie 10 Aktien hatten, kriegten sie eine dazu. Dann hatten sie 11 am Ende. Das fand ein Kläger nicht gut und er sagte, es wäre schlauer, wenn man die Aktien für einen Betrag von 4 Millionen verkauft und die Verluste dann bilanziell verrechnet. Dadurch erspart man insgesamt 8 Millionen Dollar. Außerdem haben 4 von 20 Boardmitgliedern genug Aktien, dass sie davon sozusagen einen Gewinn machen würden, denn man würde ihnen ja eine Aktie schenken. Frage, die Vorstandsmitglieder sagten, naja, wenn wir die Aktien noch verkauft hätten, unsere eigenen, wäre der Kurs ja noch weiter gesunken und das wäre für alle Aktionäre und für das Unternehmen schlecht. Deshalb haben wir entschieden, die lieber an die Aktionäre auszugeben. Unstreitig, wie gesagt, rechnerisch wäre es möglicherweise lukrativer gewesen und unstreitig ist es auch so, immerhin 4 von 20 Boardmitgliedern hätten davon profitiert. Frage, Haftung der Vorstandsmitglieder oder nicht? Oder anders ausgedrückt, unternehmerische Entscheidung, hinreichende Information und keine Eigeninteressen. Was sagen Sie? Sollte man das privilegieren? Ja oder nein? Ein bisschen geht ja nicht. Das ist eine binäre Entscheidung. Ja oder nein?
irgendjemand davon, aber die sind, wenn man das auch sehr anschaut, 4 von 20, das ist ja nicht die Mehrheit. Die können nicht von alleine, wenn sie auch sagen, machen das jetzt so mit ihren 4 Stimmen, weil die haben gar nicht die Mehrheit, sozusagen das für sie günstige Modell durchzusetzen. Deswegen kann man nie davon ausgehen, dass das wieder einfach eine unternehmerisch bedingte Entscheidung war, um halt einfach andere Verluste zu vermeiden. Ja, genau so ist es. Hier ist das praktische Problem. Es gibt halt 2 denkbare Wege. Beide sind schlecht, weil der Fehler war halt hier für 30 Millionen Dollar Aktien zu kaufen, die hinterher noch 4 Millionen Dollar wert sind. Aber beide Wege sind möglich. Es mag sein, dass der eine Weg für die Gesellschaft lukrativer ist. Aber allein der Umsatz etwas lukrativer ist, ist nicht entscheidend. Solange wir keinen Interessenkonflikt feststellen können, ist die Entscheidung privilegiert. Ich darf also als Management auch Entscheidungen treffen, die nachteilig sind, sofern ich mir davon langfristig irgendwelche Gewinne erhoffe. Und hier war das Argument, wir wollen den Börsenkurs stabil halten. Das ist zumindest eine bedenkenswerte Erwägung. Und damit ist man aus der Abwägung komplett raus. Also die Idee ist, wenn Sie schon sagen, alles was nachteilig ist, dürfen Sie nicht, dann haben Sie auch gleich auf 0 reduziert. Also Nachteiligkeit alleine ist kein Kriterium. Entscheidend ist allein der Umstand in Freiheit von Interessenkonflikten. So, damit sind wir für heute auch durch. Wir sehen uns dann in der kommenden Woche mit dem Thema Schadensersatz und dann mit dem Thema Aufsichtsrat.